Kapitel 5 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Fünftes Kapitel. Ein neues Wertpapier erscheint auf dem Platz London. Phileas Fogg vermutete wohl bei seiner Abreise von London nicht, welch großes Aufsehen sein Vorhaben erregen würde. Die Neuigkeit von der Wette verbreitete sich zuerst im Reform Club und erregte unter den Mitgliedern dieser ehrenwerten Gesellschaft eine arge Aufregung, welche sich durch die Berichterstatter von da in die Journale verbreitete und durch diese das Publikum von London und im ganzen Vereinigten Königreiche durchdrang. Diese Frage der Reise um die Erde wurde mit ebenso viel Leidenschaft und Hitze erläutert, besprochen, zergliedert, als handle sich's um eine neue Alabama-Frage. Die einen ergriffen Partei für Phileas Fogg, die anderen, und sie bildeten bald eine ansehnliche Majorität, sprachen sich gegen ihn aus. Diese Reise um die Erde innerhalb der geringen Frist mit den jetzt im Gebrauch befindlichen Verkehrsmitteln anders als in der Theorie und auf dem Papier fertigzubringen, war nicht allein unmöglich, sondern unsinnig. Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle und 20 andere Journale ersten Ranges erklärten sich gegen Fogg. Nur Daily Telegraph unterstützte ihn einigermaßen. Im Allgemeinen behandelte man Phileas Fogg als Wahnsinnigen, als Narren, und seine Kollegen vom Reform Club wurden getadelt, dass sie sich auf so eine Wette eingelassen, welche eine Geistesschwäche ihres Urhebers beurkunde. Es erschienen äußerst leidenschaftliche, aber logisch scharfe Artikel über die Frage. Bekanntlich hat man in England viel Interesse an allem, was Geographie betrifft. Darum gab's auch keinen einzigen Leser, zu welcher Klasse er auch gehörte, der nicht die Phileas Fogg gewidmeten Spalten verschlang. Während der ersten Tage waren einige kühne Geister, besonders Frauen, auf seiner Seite, zumal als Illustrated London News sein Porträt nach seiner im Archiv des Reform Clubs niedergelegten Fotografie publizierte. Manche Gentlemen sagten dreist: »Ei, ei, warum nicht gar? Man hat außerordentlichere Dinge gesehen.« Es waren besonders Leser des Daily Telegraph. Aber man merkte bald, dass dies Journal selbst anfing, seine Zuversicht zu verlieren. Wirklich erschien am 7. Oktober im Bulletin der Königlichen Geographischen Gesellschaft ein langer Artikel, welcher die Frage von allen Gesichtspunkten aus betrachtete und das Unsinnige des Unternehmens klar auseinandersetzte. Nach diesem Artikel war alles dem Reisenden entgegen, Hindernisse, die in der Person und in der Natur begründet waren. Sollte das Projekt gelingen, so musste ein wunderbares Zusammenstimmen der Ankunft- und Abfahrtsstunden stattfinden, aber dieses Zusammenstimmen existierte nicht, konnte nicht statthaben. Strenge genommen kann man in Europa, wo verhältnismäßig kleine Bahnstrecken vorhanden sind, auf die Ankunft der Züge zu festbestimmter Zeit rechnen. Aber wenn sie in 3 Tagen quer durch Indien zu fahren haben, 7 Tage durch die Vereinigten Staaten, konnte man wohl die Elemente eines solchen Problems auf ihre Genauigkeit gründen? Und sprachen nicht die Unfälle der Maschine, Entgleisungen, Zusammenstöße, üble Witterung, Schneeanhäufung, sprach nicht dies alles gegen Phileas Fogg? War er nicht auf den Paketbooten während der Winterzeit den Windstößen oder Nebeln preisgegeben? Ist's denn so selten, dass die besten Segler der überseeischen Fahrtlinien um 2 bis 3 Tage sich verspäten? Nun konnte schon eine Verspätung, eine einzige, hinreichen, um die Kette der Verbindungen unverbesserlich zu zerreißen. Wenn Phileas Fogg auch nur um einige Stunden für die Abfahrt eines Paketbootes zu spät kam, musste er das nächstabgehende abwarten, und durch diesen einzigen Umstand geriet seine Reise unwiderruflich in Gefahr. Der Artikel erregte großes Aufsehen. Fast alle Journale druckten ihn ab, und die Aktien Phileas Foggs sanken außerordentlich.
Während der ersten Tage nach der Abreise des Gentleman wurden über das Wagnis seines Unternehmens bedeutende Wetten veranstaltet. Bekanntlich spielen die Wetter in England eine bedeutende Rolle. Wetter sind gescheitere und angesehenere Leute als die Spieler. Wetten liegt den Engländern im Blute. So stellten auch nicht allein die verschiedenen Glieder des Reform Clubs bedeutende Wetten für oder wider Phileas Fogg an, sondern auch die Masse des Publikums wurde von der Bewegung fortgerissen. Phileas Fogg wurde gleich einem Renner in einer Art Studbook eingetragen. Man machte auch ein Börsenpapier daraus, und es ward sogleich auf den Platz London eingetragen. Man verlangte, man offerierte Phileas Fogg fest oder auf Prämie, und es wurden enorme Geschäfte gemacht. Aber 5 Tage nach seiner Abreise, nach dem Artikel im Bulletin der Geographischen Gesellschaft, fingen die Angebote an, häufiger zu werden. Phileas Fogg sank. Man bot paketweise. Nahm man's anfangs zu 5, später zu 10, so nahm man's jetzt schon nur noch um 20, um 50, um 100. Ein einziger Anhänger blieb ihm treu, der alte, gichtbrüchige Lord Albemarle. Der ehrenwerte Gentleman, der an seinen Fauteuil gefesselt war, hätte sein Vermögen hingegeben, um die Reise um die Erde machen zu können, sei's auch in 10 Jahren, und er wettete 5000 Pfund zugunsten des Phileas Fogg. Und wenn man ihm zugleich mit der Torheit des Projekts, dessen Unnützlichkeit nachwies, beschränkte er sich gewöhnlich auf die Antwort: »Ist die Sache ausführbar, so ist's gut, dass ein Engländer sie zuerst unternommen hat.« Nun war es dahin gekommen, dass die Anhänger des Phileas Fogg immer seltener wurden. Jedermann trat, und nicht ohne Grund, seinen Gegnern bei. Man nahm das Papier nur noch um 150, um 200 gegen 1. Als 7 Tage nach seiner Abreise ein völlig unerwartetes Ereignis zur Folge hatte, dass man's gar nicht mehr nahm. An diesem Tage, um 9 Uhr abends, erhielt der Polizeidirektor der Hauptstadt folgende telegraphische Depesche: Suez nach London. Rowan, Polizeidirektor, Zentralverwaltung, Schottlandplatz. Ich bin dem Bankdieb Phileas Fogg auf der Ferse. Schicken Sie unverzüglich Verhaftbefehl nach Bombay. Fix, geheimer Agent. Diese Depesche wirkte unverzüglich. Der ehrenwerte Gentleman trat von der Bühne, und an seine Stelle ein Bankdieb. Seine in dem Reform Club bewahrte Fotografie wurde untersucht. Sie entsprach Zug für Zug dem gerichtlich aufgenommenen Signalement. Man brachte die geheimnisvolle Existenz des Phileas Fogg, sein abgesondertes Leben, seine plötzliche Abreise in Anschlag, und es schien offenbar, dass dieser Mann unter dem Vorwand einer Reise um die Erde und gestützt auf eine unsinnige Wette keinen anderen Zweck verfolgte, als den Agenten der englischen Polizei zu entwischen. Ende von Kapitel 5.